Es ist Freitag, der 27. September 2002. Der 11-jährige Jakob von Metzler macht sich auf den Heimweg. Es ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Morgen will er mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Obwohl der Junge aus einer reichen Bankiersfamilie stammt, fährt er mit dem Bus nach Hause, wie immer. Die Familie von Metzler möchte, dass ihre drei Kinder ganz normal aufwachsen. Um 10.30 Uhr verliert sich Jakobs Spur, wenige hundert Meter vor seinem Elternhaus. Gegen Mittag findet ein Angestellter der Familie von Metzler im Garten einen Erpresserbrief, formuliert wie in jedem Kriminalroman. 1 Million Lösegeld, keine Polizei. Geldübergabe 3 Tage später, nachts im Wald. Sofort wird Jakobs Vater alarmiert. Friedrich von Metzler leitet das Bankhaus in der Frankfurter Innenstadt, eine der ältesten und angesehensten Privatbanken der Republik. Ich telefonierte, Herr von Metzler kam rein, wir haben die Büros sozusagen nebeneinander und sagte, leg auf, egal mit wem du sprichst. Und das habe ich natürlich auch sofort getan und er sagte mir, Jakob ist entführt worden. Die beiden Männer sind sich sofort einig. Die Forderung der Täter, keine Polizei, wird ignoriert. Hans-Hermann Reschke ruft umgehend den damaligen Staatssekretär im Innenministerium an, Udo Kortz. Er hat mir dann gesagt, dass mich in einer Viertelstunde der Chef des Landeskriminalamts anrufen würde. Das hat er auch getan, um mir zu sagen, dass mich in einer weiteren Viertelstunde der Vizepräsident des Frankfurter Polizeipräsidiums, Herr Daschner, anrufen würde, wie er hinzufügte, einer der besten Polizisten des Landes. Im alten Frankfurter Polizeipräsidium stellt Wolfgang Daschner eine eigene Ermittlungsgruppe Luisa zusammen. Vize Daschner ist Chef im Haus. Polizeipräsident Weiß-Bolland ist und bleibt im Urlaub. In den heute verwaisten Räumen des alten Polizeipräsidiums herrschte damals im September 2002 der totale Ausnahmezustand. Ausgangssperre. Alle verfügbaren Kräfte werden in die Ermittlungen eingebunden. Letzten Endes können Sie dann erstmal nur Umfeldermittlungen machen, um mögliche weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Aber dass Sie natürlich jetzt auf bestimmte Spuren achten und daraus dann ruckzuck auf den Täter schließen könnten, das ist in der Wirklichkeit leider anders als in manchen Fernsehkriminalfilmen. Wer könnte Jakob entführt haben? Die von Metzlers sind keine Familie, die mit ihrem Wohlstand protzt. Im Gegenteil. Sie sind großzügige Mäzene, unterstützen in der Stadt Museen, Schulen, Krankenhäuser. Öffentliche Auftritte sind selten. Die von Metzlers integrieren sich eher unauffällig in die Frankfurter Stadtgesellschaft. Der einzige Anhaltspunkt für die Ermittler, das Erpresserschreiben. Die Entführer kündigen kein Lebenszeichen ihrer Geisel an. Und auch die Vorgaben bezüglich der Geldübergabe sind eher dilettantisch. Daraus schließt die Polizei, hier handelt es sich nicht um Profis. Je mehr wir Laien erleichtert waren, dass dort möglicherweise Amateure am Werk waren, desto besorgter wurden die Gesichter der Polizisten, weil deren Erfahrung lehrt, dass Profis mit solcher Situation richtig umgehen können und nur am Geld interessiert sind, während Amateure dann irgendwann unter dem großen psychischen Druck zu unkontrollierbaren Taten schreiten. Der Polizei bleibt deshalb nicht viel mehr übrig, als zu warten. Um das Leben des Kindes nicht zu gefährden, werden die Vorgaben des Täters penibel genau erfüllt. Bis auf eine. Der Wald rund um die Straßenbahnhaltestelle Oberschweinstiege wird großflächig observiert. Um 1.10 Uhr nähert sich dann ein junger Mann dem bereitgestellten Lösegeld. Mit der Beute geht er zunächst wenige hundert Meter durch den Stadtwald. Zu einem kleinen See, dem Jacobi-Weiher.
Dort zählt er das Lösegeld nach. In der Tüte auch ein handgeschriebener Brief von Jakobs Vater mit der Bitte, seinen Jungen gut zu behandeln und freizulassen. Der Täter steigt schließlich in sein Auto. Anhand des Nummernschilds ist er schnell identifiziert. Magnus Gefgen, 27 Jahre alt, wohnhaft nur wenige hundert Meter vom Anwesen der von Metzlers entfernt. Da der Täter nach der Geldübergabe aus seiner Sicht problemlos wieder nach Hause gelangen konnte und er ja nur zunächst davon ausgehen musste, dass alles glatt gegangen war, wäre ja nach seinen Ankündigungen der logische nächste Schritt gewesen, das Kind mehr oder weniger unmittelbar freizulassen. Doch der Täter hat offensichtlich anderes vor. Er zahlt rund 800 Euro aus dem Lösegeld auf sein Konto ein und riskiert damit, von der Überwachungskamera der Bank gefilmt zu werden. Dann fährt er nach Hause und legt sich ins Bett. Magnus Gefgens Wohnung befindet sich in einer Arbeitersiedlung im ansonsten eher wohlhabenden Stadtteil Sachsenhausen. Die Beamten observieren die Wohnung. Aber auch am nächsten Morgen geschieht nichts. Keine Spur von Jakob. Wer ist dieser Magnus Gefgen? Erste Ermittlungen ergeben ein Bild, das die Polizei überrascht. Gefgen ist Jurastudent und von klein auf aktives Mitglied in der katholischen St. Bonifatius-Gemeinde. Einer, der jahrelang Kinder- und Jugendgruppen geleitet hat, immer höflich, hilfsbereit und nett. Um den entführten Jakob aber kümmert sich Gefgen an diesem Montagmorgen nicht. Stattdessen steigt er gemeinsam mit seiner gerade mal 16-jährigen Freundin ins Auto und fährt shoppen. Was die Verfolger besonders alarmiert, Gefgen kennt Jakobs Schwester Elena von Metzler. Von Partys, vom Sehen, weil Elena mit Gefgens Freundin in dieselbe Schule geht. Nur wenige Wochen vor der Entführung hat er Elena sogar heimgefahren und sie hatte ihren kleinen Bruder dabei, Jakob. Es war ein optimistisches Hoffen oder sogar eine optimistische Erwartung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Name des mutmaßlichen Täters bekannt wurde und klar wurde, der gehört in das erweiterte Umfeld des Freundeskreises und insbesondere er kannte Jakob und Jakob kannte ihn. Da schwand dann der Hoffnung. Da sank die Hoffnung sehr stark auf nahe Null. Statt den Jungen freizulassen, fährt Gefgen mit seiner Freundin Katha nach Aschaffenburg und bestellt sich einen nagelneuen Mercedes SLK. Anschließend bucht er für sich und das Mädchen eine Reise auf die Kanaren. Das Paar schlendert über die Frankfurter Zeil und geht zum Friseur. Als Gefgen am Nachmittag am Flughafen einen Leihwagen anmieten will, ist die Geduld der Fahnder am Ende. Im Parkhaus Flughafen schießen sie ihm die Luft aus den Reifen und verhaften das Pärchen. Der Täter. Ein Schlacks mit weichem Händedruck. Gefgen misst fast 2 Meter, ist überdurchschnittlich intelligent und wirkt mit seinen weichen Gesichtszügen wie ein großer Junge. Es sind zwiespältige Gefühle, die man da sieht. Auf der einen Seite weiß man, der hat eine ganz schwerwiegende Tat begangen. Es geht hier um Entführung, das Kind ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Auf der anderen Seite sitzt er dann da und man denkt sich, auf gut Deutsch, was eine arme Sau. Gegen 18 Uhr beginnen die Vernehmungen. Seit 4 Tagen ist Jakob jetzt verschwunden. Ein erfahrener Ermittler kümmert sich um Gefgen. Er versucht es auf die freundliche Tour, bietet ihm das Du an, probiert ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wieder und wieder appelliert der Beamte an Gefgens Gewissen, den Aufenthaltsort des Kindes preiszugeben. Man konnte förmlich merken, wie er angespannt war, wie er versucht hatte zu überlegen, wie komme ich aus dieser Geschichte wieder raus? Was kann ich erzählen? Und was, er hatte sich ganz offenbar auch schon Erklärungen zurechtgelegt, mit denen er für den Fall einer Festnahme vorsorgen wollte und Erklärungen anbieten wollte. Parallel dazu nehmen Kripo-Spezialisten Gefgens Wohnung auseinander. Sie finden das Lösegeld, versteckt in Schachteln von Gesellschaftsspielen. Kleidungsstücke oder andere Spuren von Jakob finden die Ermittler nicht.
Gefgen erzählt derweil im Präsidium die Geschichte vom großen Unbekannten. Der hätte ihm 20.000 Euro versprochen, wenn er für ihn zwei Tüten mit Geld im Wald abholen würde. Die erfahrenen Beamten glauben ihm kein Wort. Schließlich schreibt ihm der Ermittler drei Alternativen auf einen Zettel und dreht sich um. Ist Jakob irgendwo alleine? Ist er unter Aufsicht? Oder ist er nicht mehr am Leben? Nach längerem Überlegen kreuzt Gefgen an, der Junge ist unter Aufsicht. Die Beamten aber glauben ihm auch das nicht. Auch der Polizeipsychologe ist überzeugt, dass Gefgen nicht die Wahrheit sagt. Jetzt wird auch die Öffentlichkeit informiert. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. In Frankfurt wurde der 11-jährige Jakob von Metzler entführt. Der Junge wurde zuletzt gesehen am vergangenen Freitag gegen 10.35 Uhr an der Bushaltestelle Mörfelder Landstraße Stresemannallee. Der Druck auf die Beamten wächst weiter. Jakob ist seit 4 Tagen verschwunden. Lebt er noch? Und wenn ja, versorgt ihn jemand? Um 22.15 Uhr ruft Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner einen leitenden Beamten an und fordert eine härtere Gangart bei der Vernehmung, zur Not auch mit unmittelbarem Zwang. Die ermittelnden Beamten halten Daschners Idee nicht für zielführend. Außerdem haben sie rechtliche Bedenken und beschließen, den Anruf des Vizepräsidenten zu ignorieren. Gegen Mitternacht nennt Gefgen plötzlich die Namen zweier Brüder. Sie hätten das Kind geholt. Es befände sich in einer Hütte am Langener Waldsee. Ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando holt daraufhin die ebenso geschockten wie ahnungslosen jungen Männer aus dem Bett. Dass Gefgen genau diese beiden völlig unschuldigen Brüder in den Fall mit hineinzieht, hat mit einer Geschichte zu tun, die weit in der Vergangenheit liegt. Das aber wissen die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht und konfrontieren die beiden mit dem Vorwurf der Kindesentführung. Zum Glück hat er relativ Magnus erwähnt, also den Namen, da wurde ich dann relativ locker, weil ich dann eben wusste, okay, mit mir hat es nichts zu tun. Also schon irgendwo mit mir, weil ich genau wusste, irgendwo hat er mich hier reingezogen. Aber da ich ja auch fast schon 10 Jahre eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, fand ich es dann schon auch ein starkes Stück von ihm nochmal, mich da in sowas mit reinzuziehen. Parallel dazu durchsuchen fast 1000 Polizeibeamte das Gebiet rund um den Langener Waldsee im Süden Frankfurts.